Schon. Ist mir aufgefallen, weil wir wieder beide gleichzeitig über was anderes gesprochen haben. Ich spiele auch Das Mario und passiert. Sonic Winterspiele. Erstens heißt das Spiel nicht und zweitens nein. Nein, das spiele ich nicht. Alter, ich weiß, wer das Spiel hat. Wer? Ich für 60 Euro gekauft. Für 60 Euro! Das habe ich noch in der Expertenrunde erwähnt. 60 Das Euro! ist meine größte Fehlinvestition jemals war. Ich mochte den ersten Teil für die Wii damals, aber 60 Ja, aber Euro! 60 Euro für das Winterspiele-Ding. 60 Euro! Das war halt echt scheiße. Ja! Ich hab dann, weil ich da so viel Geld für ausgegeben habe, echt mich gezwungen, viel Spaß mitzuhaben. Aber ich glaube, ich habe mir einiges vorgemacht. Ja, die Problematik kenne ich, aber man war oft der Situation, wo man sich ein Spiel kauft, aber man dachte sich, ist einfach scheiße. Tatsächlich haben wir dafür sogar so eine 3-Spiele-Dingens-Folge gemacht, die ich wird bestimmt irgendwann mal kommen. Oh. Oh Gott. Soll ich sie schneiden? Nein. Hab gehört, ich bin zuverlässiger als Fully. Das ist soweit, das halte ich soweit für einen Standard. Ist schwer wahrscheinlich noch unzuverlässiger zu sein. Dragonborn wohl eher, das wäre zu leicht, das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich komme mir. Oh, sagt nicht, ich stehe jetzt vor einem Abgrund, wo ich doch, da kann ich rüber. Johnny, wir erkunden jetzt eine Winterkamp. Winterwelt. Istovakin, Dragonborn. Ja, Lachs. Ich habe einen Lachs gefangen. Schau mal die Unschärfe Holy hier an. shit, what is this? Fortune Das ist ein gods bisschen. vary flames. Die Du meiner. Tiefe und Schärfe ist irgendwie falsch gemacht. Sie sieht sehr seltsam aus. Bin ich kein Fan von. Elder Scrolls Game. Ja. Yeah. Ich mache normalerweise immer meinen Kram. Normalerweise. Hi, Lady. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Weißt du, wer nicht gut aussieht? Du! Und dein Ausschnitt. Ich mag das Skyrim-Kampfsystem. Was macht sie denn? Während sie auf dich einsticht. Einhändig verbessert auf 28! Huhn, Dietrich und Bier. Und Gold. Das war ziemlich brutal und un. Der hohe Knussschnitte! Nice. Und rohe Kaninchenkeulen und Wild. Sag mal, ist sie eine Metzgerei oder so? Und Eisenpfeile. Ich Du möchte bist doch eine übrigens an. Metzgersfrau. Weißt du, was das Wundervolle ist, Johnny? Wenn ich ihre Lüge Pelzrüstung uns doch wegnehme, nicht dann. an. Alter! Siehst du das? Ja, ich sehe es. Nehmen wir sie mit. Ziemlich nekrophil. Ich liebe dich. Dieser Arm. Ja. Gut gemacht. Nein, mein Schatz, du kommst jetzt mit mir mit. Ich glaube, die hat noch ein Eigenleben. Die ist gar nicht tot. Das ist ein Sonntagsausflug. Du musst ihr noch einen Sonnenschirm geben, es ist wirklich warm. Kuschel mit dem Fucking Bruder, Ragdolls. Schatz. Okay, pass auf. Oh. Ich wollte dich eigentlich wegwerfen. Hat gut geklappt. Das klappt nicht so ganz. Gib's einfach auf. Nein, ich Ich geb's glaube, sie ist nicht auf. betrunken. Ich schaff's gleich, Schatz. Kommst du bitte doch mal her? Okay, warte, ich will einfach versuchen, sie zu werfen, okay? Und. Heiß. Gut genug. Ich habe noch nie Gut ein genug. passenderes Geräusch dazu gehört. Oh nein, ich muss ein Schloss knacken. Ich bin gut darin, müsst ihr Jetzt gib wissen. mir die. Das ist Gib jetzt mir diesen geklaut. Honigsnack. Das ist alles geklaut, Johnny. Wenn mich jetzt die Gib mir diesen Skyrim-Polizei Honigsnack. erwischt, dann stellen wir noch ihren Lachs. Kann ich den Lachs auch bewegen? Wahnsinn. Oh, das Gib ist mir auch Skyrim, Lachs. ja? Ja, das ist Skyrim. Oh, shit, sind da Typen da? Nicht Ne, mehr. sind nur Säulen. Mit Löchern in der Das war Mitte. ziemlich Lachs. Magierstein. Die sind ziemlich lax, Alter. Und ich habe ein Achievement bekommen. Das hätte ich mir verdient. Du hast die Wächtersteine entdeckt. So werfe ich auch im Real Life Frauen, als ob du so einfach eine Frau hochheben könntest.
Ich bleibe bei meiner Theorie, wer sowas so einfach kann, würde nicht hier sein und diesen Stream schauen. Außer jemand ist natürlich gerade, sehr warm und dafür ist der Stream natürlich hier, um euch die Abkühlung zu bieten, für die ihr alle hier seid. Fühlst du dich schon erfrischt, Johnny? Das kommt immer noch auf die Frau an, wie erfrischt ich mich fühle. Ich für meinen Teil fühle mich sehr erfrischt. Nein, tatsächlich meinte ich das mit dem Werfen. Ah. Ich habe im Frauenweitwurf nie so gut abgeschnitten. Ich auch nicht. Und weil die Maus hat subscribed, vielen Dank für die liebliche Subscription. Ist ja bei ihm habe ich das Gefühl, er ist gut im, Weitwurf. Ich war schrecklich im Weitwurf, tatsächlich. Haben mir jetzt ein Magnum geholt. Waldimarus, so heißt nur echte Kerle. Es ist Waldi mit einem I. Hab ich gesagt. Oh, okay. Alles ist gut, solange so Waldi bist. Du hast dich für Blüger erwischt, jetzt werden die Götter über mich richten. Also wir hoffen, dass die Götter sich um die Scheiße kümmern, denn ich werde mich darum ganz sicher nicht kümmern. Und Roxas300 hat subscribed, ebenfalls an dich auch ein. Vielen, vielen Dank für die liebliche Subscription. Du weißt gar nichts, don't know anything. Gar nichts. Würdest du fast sagen, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. I don't know anything, ja. Alter, der hat ihn bedient. Fuck. Weitwurf ist die einzige Rubrik, in der die dicken Kinder beim Sportfest eine Chance haben. Hey, ich war als Kind nicht übermäßig dick und ich war in jeder Hinsicht scheiße. Vor allem beim Weitwurf. Es war ein Trauerspiel. Weitwurf ist mein Kryptonit. Ich würde es auch gerne sagen, aber ich war auch in so vielen anderen Sportarten unglaublich schrecklich. Also, ja, ich weiß aber nicht, ob Weitwurf... Aber Werfen war halt noch so viel schlimmer als, keine Ahnung... Die Standardausrede ist natürlich irgendwie Laufen und so. Das kann jeder. Nein, jeder eben kriegt nicht. Es hin, irgendwie zu laufen. Nein. Doch. Nein. Ich meine jetzt nicht 100 Meter Sprint, sondern einfach laufen. Ja, das meine ich auch. Na gut. Tut mir leid. Hey, alle im Rollstuhl. Das ist immer die Standardausrede von, Johnny hat's gesagt. Von Leuten, die sagen, ja, Sport ist Mord. Mann, so doch nicht. Jemand, der... Ich will jetzt echt nichts Falsches sagen, aber jemand, der an einem normalen Gymnasium am Sportunterricht teilnimmt, sitzt höchstwahrscheinlich nicht im Rollstuhl, oder? Naja, ich weiß nicht, warst du mal in einem Gymnasium? Da sitzen alle im Rollstuhl. Oh shit! Und du auch gleich. Ah, oh Gott! Ich weiß nicht, was hier passiert! Das Ding ist halt... Jemand im Rollstuhl kann auf jeden Fall höchstwahrscheinlich den Ball weiterwerfen als ich. Hast du mal Basketballspielen gesehen? Manche. Ja, ich meine, meistens haben die ja trainierte Arme. Insofern alles gut. Okay, pass auf. No offense. Zaubertrank, eigentlich ein Zaubertrank. Heilung in Skyrim ist der heiße Scheiß, Mann. Man steht einfach da, geht ins Menü, ist unverwundbar und dann zieht man sich ein bisschen Heilung rein. Klingt erfrischend und nach Zelda Breath of the Wild. Stimmt! Und das Kampfsystem aus Skyrim. Genau so. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich bin ein großer Fan davon. Was, tot? Du bist in Zelda, kannst du eigentlich schon tot sein, sozusagen, aber nochmal schnell ins Menü und dich heilen. Na. Ich werde nicht aufgeben, ich hab dich am Bein. In dem Spiel stirbt man am Anfang halt echt schnell. Das heißt am Anfang. Das ist ganz okay. Alter, eine stärkere Waffe. Ja, in Zelda wirst du halt nur stetig stärker und es wird immer, immer leichter. Weil also, so ist es eigentlich. Wobei, auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es auch so. Ja, ich weiß nicht. Ist es gut, weil du halt wirklich auch vom Anfang an überall erstmal hinreisen kannst und trotzdem noch nicht komplett aufgeschmissen bist. Ja. Natürlich gibt es starke Gegner, aber. Es wird halt echt umso mehr, also habe ich zumindest gehört, ich habe es ja noch nicht durchgespielt, aber man wird anscheinend immer stärker. Hast du es gehört? So zählt man sich. Da verratet es niemanden. Bitte, weiter, bitte. Wurde durch eine Telefonlawine weitergetragen. Eine Telefonlawine? Etwas, wovon ich nicht weiß, dass es existiert, außer innerhalb von 3-Fragezeichen-Hörspielen. Was ist eine Telefonlawine? Das ist, wenn du irgendwas suchst oder halt so
nach Informanten suchst, so wie die drei Fragezeichen, dann rufen ihre Freunde an und die sollen wieder ihre Freunde anrufen und dann verbreitet sich so eine Info ganz schnell. Und das ist eine Telefonlawine. Telefonlawine! Du kannst auch eine Mail... Und wer zum Fick brauchte bitte die drei Fragezeichen? Ist so wie Kettenbrief und... Halt dein Maul, die drei Fragezeichen sind der Shit. Nein. Doch, die Hörspiele sind super. Nein, weißt du, was super ist? Kannst mich mal... Die drei Fragezeichen Kids, das war scheiß. Das war kompletter Bullshit. Ich weiß bis heute nicht, was der Unterschied zwischen... ich kann bis heute nicht die drei Fragezeichen und TKKG auseinanderhalten. Ja, dann halt deine Schnauze. Außer bis auf die Tatsache, dass bei TKKG einen gibt, der Klos heißt oder so. Es ist einfach komplett anders, wirklich. Das eine ist in Deutschland, das andere in Amerika und... Das war's. Nein, aber es ist halt... Wenn du beides gehört hast, kennst du den Unterschied direkt. Ich weiß nicht, ich fand das... Das eine ist viel alberner und das sind so Kids. Ich fand das... Ich weiß nicht. Der eine heißt Klößchen und frisst Schokolade, der eine heißt Karl Vierstein und ist irgendwie Einstein. Der eine heißt Tim, aber sie nennen ihn... Sie haben ihn auch ich find's schön, wie, du bei ihm, wie seine Charaktereigenschaft die ist, dass er Schokolade frisst. Ja, ist es. Das ist ja das Problem. Und bei den drei Fragezeichen ist das halt einfach, das sind drei Jungs und... Die haben schon mehr Charaktereigenschaften, die ich jetzt nicht so einfach aufziehen könnte. Weißt du, was der heiße Scheiß war? Die Vorstadtkrokodile, Alter. Ich mochte trotzdem beides, aber drei Fragezeichen mochte ich sehr viel mehr und länger. Ich mochte die Vorstadtkrokodile nicht, aber ich musste die von der Schule aus lesen. Drei Fragezeichen würde ich jetzt sogar noch mit meiner Schwester manchmal hören. Aber? Naja, machen wir auch, aber wir sehen uns selten. Und dann machen wir meistens was Besseres als drei Fragezeichen zu hören. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, dass wir was Besseres machen können. Aber ich bin mit meiner Schwester zum Beispiel zu so einem Live-Auftritt von den Synchronspielen. Da haben sie auf einer Bühne so eine Folge synchron gesprochen. Und das war echt? So richtig, richtig groß aufgezogen mit Lichtshow und so. Das klingt tatsächlich ziemlich cool. Ist auch eigentlich ganz nett gewesen. War nur ein bisschen gewollt erwachsener Humor mit reingezwängt, wo man so denkt, ja, ihr wisst zwar, dass es nicht alles Kinder sind, die jetzt mittlerweile Fans von eurer Reihe sind, aber bleibt einfach dabei. Brüste, hab ich recht. Ja, die waren in so einem Haus von so einer Frau und es war halt alles Ton. Man hat nicht so viel gesehen, außer halt die Sprecher, wie sie sprechen und es war alles ganz nett gemacht, aber es war jetzt kein Theaterstück. Und die waren im Haus von so einer Frau und die hat da anscheinend irgendwie... Die hat Nackt-Yoga gemacht und dann kamen so komische Anspielungen und so. Und man dachte so, was? Warum? Oh, das Schlimmste, das ist sowas Ähnliches gab es auch... Hat nichts mehr mit den drei Fragezeichen zu tun. Das war auch bei... Ich habe eine Anime-Front habe ich ja vor kurzem... Ich werde diesen... keine Spoiler raus oder so. Habe ich ja vor kurzem JoJo's gesehen. Part 1 und 2, was quasi Staffel 1 und 2 sind. Bei Staffel 2, der Charakter, da waren auch immer so Momente, wo er dann einer Frau immer so, keine Ahnung, so Dinge gemacht hat, wie ihre Sachen zu durchwühlen, um Unterwäsche zu finden oder durchs Schlüsselloch schauen, wenn sie gerade am Baden war. Und das war so, es hat so vollkommen nicht gepasst. Es war so erzwungen. Ich dachte mir, sag mal, warum wollt ihr mir den Charakter jetzt so hart kaputt machen? Oh. muss er jetzt wirklich so ein Vollidiot sein, der sagt, oh, Brüste, hab ich recht. In der einen Situation, der anderen dann die Welt retten. Was soll das denn? Und dann gab es aber den Plot-Twist, der das Ganze... Das hat mich sehr wütend gemacht. Das hat mich sehr wütend gemacht. Ich höre schon. Verdammt! Ich bin wirklich wütend. Josef ist ein Vollidiot. Oh, ich mag Alter, so spießen, so dumm. So scheiße. Das ist wundervoll. Der Twist hat die Sache unangenehm gemacht. Nein, tatsächlich war das schon eine Sache, über die ich mich schon davor beschweren wollte, dass ich die Scheiße fand. Und dann der Twist, der hat es dann endgültig kaputt gemacht. Ich habe halt echt keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Ja, ich sehe gerade im Chat, ich habe den Faden verloren. Wovon sind die beiden... Was? Wovon sind die beiden dran? Was? Ey, ich verstehe die Frage nicht. Also eben haben wir noch über drei Fragezeichen gesprochen, dann darüber, dass es auf dem Live-Auftritt davon so komische Erwachsener-Humor eingebaut wurde, der nicht reinpassen hat, Morgi seine Story zu nicht passendem Erwachsenen-Humor erzählt. Naja, war jetzt nicht so unpassend, er war jetzt in einer anderen Art und Weise unpassend. Weißt du, was unpassend ist? Wenn sowas bei der Sesamstraße machen würden. Ey, jetzt komm, hör auf, ich will nicht noch mit Vertragsbrüche gehen. Also okay, wir alle machen uns schuldig. Ich habe halt echt keine Ahnung.
was ich davon alles erzählen darf und was nicht. Ey, Morgi, Felswurf hat das Date mit Joghurtprinz ruiniert. Bann ihn doch. Ey, ich bin kurz davor. Fucking Felswurf. Auf jeden Fall ist das Knistern zwischen Ernie und Bert nicht nur, wenn die Kameras an sind da. Oh, das Knistern hat nichts mit irgendwelchen Feuerwerkprodukten zu tun, sagen wir es mal so. Und auch nicht mit den Materialien, woraus die Puppen sind. Gott, ich glaube, ich sollte irgendwann mal wieder eine Folge Sesamstraße oder so sehen. Es gibt einen YouTube-Channel, wo die gerade hochgeladen werden. Das sind aber die neuen Folgen. Das heißt nicht, dass ich es wirklich machen will. Ja, aber ich fand's lustig, weil ich den abonniert habe, seit ich da war. Ich warte darauf, dass meine Folge hochgeladen wird. Nein, die Sache bei Sesamstraße ist, ich habe so lange nicht mehr gesehen. Folge meine ich die, wo ich das Kabel getragen habe und nichts anderes. Also nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie... Ey, genau, Sesamstraße habe ich so lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht mehr wirklich, was die in der Serie gemacht haben. Ich versuche mich zu meinem Missionsziel zu kommen, falls ihr euch wundert. Ich weiß nicht, wo ich entlang muss. Ich kenne mich in Skyrim doch nicht aus. Kennt ihr noch Bernie und Erd? Ja, das war... Bernie und Erd war ziemlich schrecklich. Ehrlich gesagt. Ja. Ich fand es damals unglaublich lustig, aus heutiger Sicht. Ich glaube, das habe ich irgendwann im Jahr 2010 oder so mal auf YouTube gesucht. Da habe ich es mir angeschaut. Ich dachte mir, großer Gott, das ist schrecklich. Ja... Das ist dieses, man muss in diesem perfekten Alter sein, wo Parodien was ganz Neues für einen sind. Ja. Dann findet man es so lustig. Irgendwann hat man es halt durch. So. Ja. Wisst ihr, wovon es einen geilen YouTube-Kanal gibt? Was eine Sache war, die mich mal zu einer Weihnachtszeit sehr, sehr begeistert hat. Es gibt einen fucking Mr. Bean YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch die Mr. Bean-Folgen anschauen. Johnny! Aber nicht das Zeichentrick-Ding, ne? Nein, die gute! Alter, nice! Johnny, was ist dein Lieblings-Mr. Bean-Sketch? Du hast gerade fast mein Leben. Boah, das ist halt echt schwer, sich da zu entscheiden. Ja, ich weiß, ich muss das selber auch gerade überlegen. Das mit dem Baby auf dem Jahrmarkt ist nice. Das, wo sich den Empfang in seinem Hotelzimmer oder in seinem Zimmer oder so. Ja, mit der einen Frau, die vorbeikommt mit dem Truthahn auf dem Kopf. Nein, das ist, wo er Weihnachten. Ja, das ist mit Weihnachten. Das ist auch ziemlich gut. Nein, ich meine, dass so er irgendwie seinen neuen Fernseher hat oder so und er will den aufstellen und er kriegt keinen Empfang und dann geht er weg, also will er irgendwas machen und geht kurz weg und dann ist er Empfang. Dann geht er zurück, ist wieder kein Empfang. Und immer... Ach nee, genau, oder immer wenn er weggeht, ist da kein Empfang mehr. So war das. Nur wenn er da sitzt. Und irgendwann fängt er an, so seine Klamotten auszuziehen und auf diesem Stuhl zu platzieren und die ganze Zeit, dass dieser Fernseher nicht checkt, dass er schon weg ist. Irgendwie so. Mr. Bean bei der Queen. Oh, wo er was in seinen Zähnen hat. Wo er einen Faden aus seiner fucking Tasche rausnimmt. Bin ich hier? Ach ja. Oh Gott, es sind halt echt gute Sachen. Wirklich. Alter, weißt du, was aber auch ein absolutes Highlight war? Im Schwimmbad. Fucking Schwimmbad-Folge. Da lachen auch immer noch alle drüber, oder? Hm? Wirklich gute Mr. Bean-Folgen sind auch wirklich gut. Da lacht jeder drüber. Absolut. Es gibt bestimmt auch schlechte, aber trotzdem. Ich weiß nicht, gibt glaube ich gar nicht mal so viele von dem Live-Action Mr. Bean. Ich meine, bei der animierten Serie, da können wir uns auf einigen, dass da einige Scheiße von war. Dass eigentlich nie wirklich irgendwas wirklich gut war. Aber der normale Mr. Bean. Ich fand die gar nicht so schlecht wie viele andere. Ich fand sie okay. Ja. Ich hab sie gesehen und ich dachte so mir. So wie immer, alles damals auf Torgo. Ja. Das Problem an Mr. Bean, der Animationsserie, war einfach, dass die Live-Action-Serie so gut war und dann ist die Animation da und du siehst und denkst dir so. Habe ich jetzt nicht in dem Ausmaß zum Lachen gebracht? Ich habe es immer versucht, so zu betrachten, dass es nicht das Gleiche ist, so, weil es das auch einfach nicht ist. Ja, das sowieso. Aber weil trotzdem. Er da viel mehr Charaktereigenschaften bekommen hat, die nicht. So, also der eigentliche Mr. Bean ist einfach darauf ausgelegt, so einzelne Kurzfilme zu machen. Ein epischer Kampf. Einfach niedergeschlachtet. In Zeitlupe, in Slow Motion, in den Kopfschuss gegeben. Ich ruf gleich den Tierschutz. Ich fahre gerade den Rick and Morty-Typen, der alle Cartoon-Charaktere spricht, bei Adult Swim. Justin Roiland. Mhm, guter Mann. Er ist auch aus irgendeinem Grund Voice Actor Nummer 1 für VR-Spiele. Ja, aber auch weil. Ich meine, er hat zwei selber gemacht und dann dieses eine von Valve bei dem Spiel, da spricht er so eine Portal-Drohne, die man wegschleudern kann. Beziehungsweise er spricht mehrere. Eine ist Morty, eine ist Rick. Ach ja. Vielleicht findet er es einfach cool. Er hat zwei Spiele selber daran gearbeitet. Deswegen, ja. Ich glaube, er findet es ein bisschen cool.
Warum ist das jetzt auch nicht mehr in dem Ausmaß schneebedeckt, wie ich mir es wünschen würde? Und er ist irgendwie dieser Zitronentyp aus Adventure Time. Unacceptable! Der Typ. Unacceptable! Das habe ich mal auf Deutsch gehört und hat dann eine relativ tiefe Stimme, ich auf YouTube mal gehört. Er dann so, unacceptable! Und man denkt sich so, das ist relativ schrecklich. Man denkt so, ja, ihr habt es nicht verstanden. Ich weiß nicht, so schrecklich, aber... Jetzt Pferd töten. Lemon Grab. Genau, Lemon Grab. Seltsam, dass er immer noch als Princess Bubblegum in irgendeiner Folge auf einmal Deutsch gesprochen hat. Habe ich nicht gesehen. Ich habe die Serie sowieso nicht wirklich verfolgt. Nein, der kreischt auch im Deutschen. Echt? Ich dachte, der hat dann eine etwas tiefere Stimme gehabt. Aber bestimmt nicht so. Unacceptable! Winterfest ist voller Schneemuggi. Sag mal, ist das eigentlich aktueller Stand? Ach, das ist mein aktueller Stand. Oh, ich dachte vorhin die ganze Zeit, das wäre mein aktueller Standort. Ah, das erklärt gerade so einiges. Fuck. Oh, fuck. Dein Ernst? Ich meine, das dachte ich natürlich nicht. Zwinker. Was war ich denn bei Naruto? Synchro oder Zensur? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Synchro war. Aber sie haben auf jeden Fall ein 1er Intro an den Tag gelegt. Naruto. Believe Naruto. It. Believe it. Halt. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Nur mit amtlicher Genehmigung. There was a nine-tailed fox. Willkommen in If you believe it. Hab ihr bestochen. Willkommen in Weißlauf. If you believe it. Synchro Naruto war top, war sie? Ich weiß halt leider nicht mehr, wie sie war. Echt, jetzt hat mich gekillt, ja. Ist auch seltsam, was sie Sasuke immer gesagt hat, weil sie eigentlich vollkommen falsch ist. Sakura und Sasuke. Sasuke. Aber Sasuke ist sowieso so eine Sache. Sasuke gibt's noch und haben sie im Englischen nicht auch noch was anderes gesagt? Irgendwie Sasuke oder irgendwie? Sasuke? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Nein, das glaube ich nicht. Das hört sich echt dumm an. Ich habe es auch gerade nur erfunden. Aber Sasuke und Sasuke. Sakura is beautiful. Ja, das sind die Lyrics, Alter. Das ist der Shit, für den wir hier sind. Sasuke is really cool. Sakura, the beautiful. Nee, Sasuke is really cool. Also ich habe immer die Uncensored-Version, die unzensierte Version geschaut. Ich frage mich, wo man die damals zu der Zeit gesehen hat. Eine andere Zeit, da konntest du nicht einfach fucking Crunchyroll, was ich auch gelernt habe, kann man sich sogar die ganze Scheiße einfach ohne anzumelden gratis anschauen. Hallo? Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgroof empfängt keine Besucher. Ja, was auch immer, lass mich Drachen jagen. Kannst du sie töten? Kommt, der Jarl wird sie... Haltet Abstand. Lieber nicht. Haltet Abstand. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Der Drache hat Helgen zerstört. Alter. Wenn wir der Mission nachgehen. Mein Herr, Augenblick. Wir sollten sofort der will nicht mit mir reden. Wer ist die überhaupt? Fuck! Aber wenn wir das machen, dann müsste ich gegen den Drachen kämpfen, wenn ich richtig liege. Das ist der heiße Scheiß, mit dem wir hier sind. Mein Video konnte man Naruto schauen, also mit deutschen Untertiteln. Mein Video. Hier bin ich mit meinem Ninja Clan. Ninja Clan, here we stand. Oh Gott, wisst ihr, was mir jetzt auch gerade wieder einfällt? Eine Erinnerung von damals. Es gab ja damals auch aus heutiger Sicht ironischerweise Fernsehwerbung für Online-Video-Plattformen, wie zum Beispiel mein Video oder Clipfish. Clipfish, Leute. Fucking Clipfish. Und ich weiß noch, bei der Werbung für Clipfish haben sie immer so, haben sie halt so ein paar ihrer viralen Hits gezeigt, die bestimmt unglaublich viral waren. Und ein Video, das man in der Werbung gesehen hat, war ein masturbierendes Känguru. Und ich wundere mich, wer letztlich davon anspricht, denkt sich dann, oh shit, masturbiertes Känguru? Dafür bin ich hier! Um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen Gruppen... Hm? Was? Wie?
Ihr findet den Jarl in der großen Halle. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Auf seinem Thron sitzt. Weil mit dem masturbierenden Känguru. Labor des Zauberers ist er jedenfalls nicht. Da war der Fernsehwerbung von Clipfish, da war ein masturbierendes Känguru zu sehen. Und damit haben sie dann geworben, so, ha, das könnt ihr auf unserer Seite sehen. Ja, das war eins ihrer Beispiele, was die guten Videos sind, die es auf der Seite gibt. Als nächstes kommt das mit diesem, das wäre absolut fast mit dem Affen und dem Frosch. Nein, ich glaube, das wäre eher ein YouTube-Ding, okay. Oh, fucking Clipfish. Aber ich glaube auch, ich kenne so ein paar noch, so ein paar Werbungsausschnitte, kann ich mich noch erinnern, von Clipfish, weil das auch irgendwie immer dann am Ende mit so einem Fisch war, kann das sein? Gut. War das nicht irgendwie mal so ein Angler, der so einen Fisch gegangen und dann war das irgendwie das Logo oder so? Ich weiß nicht mehr. Warum will mir der Typ diese fucking Mission nicht einfach geben? Und war das auch das mit diesem Pinguin, der den anderen Pinguin mit so einem Nackenklatscher so ein Loch im Eis schubst? Ey, ich hab absolut keine Ahnung mehr, Johnny, das ist zu lang her. Kennst du aber das Video? Das ist auch so ein typisches GIF. Da läuft so ein Pinguin, doch, das kenne ich, das kenne ich. Loch im Eis und der andere Pinguin schubst ihn da so rein und das ist halt bearbeitet, aber ich glaube, damit haben die auch geworben. Ja, das glaube ich, gefaktes Video. Kackdreiste Pinguine und masturbierende Kängurus, kommt zu Clipfish. Wenn wir masturbierendes Känguru hier einfügen würden, es würden sich die aktuellen Zuschauer verdoppeln. Wahrscheinlich ja. Es gibt da, Gott, habe ich vor kurzem auch auf YouTube irgendwie mal gesehen, wenn YouTube-Streams da vorgeschlagen werden. Ich weiß nicht ganz warum, aber aus irgendeinem Grund sind ungefähr 99% aller YouTube-Streams wirklich ziemlich harter Abfall. Aber der vorgeschlagen wird, der ist nicht so harter Abfall, glaube ich. Das ist irgendwie so ein Stream von, wo sie einfach bei dem Zoo irgendwo auf die Gehege eine Kamera gehalten haben und so es gestreamt haben. Hatte immer ein paar tausend Zuschauer. So, und die Sache, weil sie das Thumbnail gemacht haben, war ein Bild davon, wie ein Löwe mit einem anderen Liebe macht. Und okay. Ich habe das Gefühl, es gibt da einen Markt dafür. Es gibt Leute, die sagen sich, Alter, das muss ich Alter, sehen. Alter, was ist das? Hey, du hast auch drauf geklickt. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir gedacht, Alter, ich werde mir bestimmt jetzt nicht anschauen, was die Löwen miteinander machen. Wir haben nicht drauf geklickt. Woher weißt du dann, was es ist? Weil der Kanal irgendwas mit Zoo hieß. Du hast gerade mir ziemlich ausführlich beschrieben, dass sie die Kamera einfach nur auf die Gehege gehalten haben. Vermute ich, ja, keine Ahnung. Wer ist aus dem Chat? Jetzt Klaus, sag du es uns, was war denn das für ein Stream? Du hast das doch gesehen. Ich sehe, dass du ein Freund von Furries bist. Und echten Tieren. Fast so humorvoll wie der Klingelton mit dem poppenden Eichhörnchen. Oh, Klingeltöne waren die dümmste Scheiße, nein. Dieses dumm high-gepitchte, wo einfach zwei Typen... Das waren alle Klingeltöne. Ja. Fucking Schnuffel. Das war so fucking self-made. Das waren einfach nur so Sexgeräusche, die hochgepitcht wurden mit so Eichhörnchen und so richtig übertrieben. Das fanden alle in der fünften Klasse unheimlich witzig. Okay, das erinnert mich an eine Sache, die wir kurz schauen müssen. Wenn wir dabei sind, es führt kein Weg dran vorbei. Es ist einfach... Maus, zeig, wo bist du? Da ist er, okay. Es ist einfach, ich muss es einfach nochmal kurz hören, okay? Und zwar... Oh fuck, das Vivo, okay, wie auch immer. Wenn das jetzt lädt. Das war der heißeste Scheiß damals. Okay, fick dich, Schnuffel, du auf dem Scheiße. Ich wollte es nochmal kurz hören. Das ist nicht mehr so schlecht, wie ich dachte. Ich will es nicht zu lange abspielen, weil ich habe gemerkt, dass ich das nicht machen sollte. Ich dachte, es wäre nur eine Werbung. Aber scheinbar gibt es einen ganzen Vivo-Kanal dafür. Fucking Schnuffel! Ich bin sehr verwirrt. Kein Schnuffel-Fan gewesen. Bisschen traumatisiert, doch, klar. Ach, das war eine schlimme Zeit. Viel davon. Ruf mich auf meinem Handy an, war der heiße Scheiß. Alter, ruf mich auf meinem Handy an. Das klingt nach japanischem Pop, das ist der heiße J-Pop-Scheiß. Das waren die Nightcore-Freunde von damals, die haben Schnuffel gehört. Das ist wahr. Heute hören sie Anime-Openings in 150%iger Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wer sie... Gott hat diese Welt längst verlassen. Wie kommst du denn darauf? And every time we touch, I get this feeling, and every time we... Das ist ein einzelner Lied, Alter. Tweety! Tweety war... Oh, fucking Tweety! Fucking Riese! Hey, Riese!
Oder dieser fucking, dieser Maulwurf. Fick dich! Ich liebe dich, obwohl du scheiße bist. Hey, hey, hey. Ich mag dich auch, Johnny, aber ich beleidige dich jetzt nicht einfach. Ich hab bloß Maul, oh Gott. Gott. Zitiert. Wo willst du hin? Wo willst du denn ganz hin? Das sind die Riesen aus Skyrim, Johnny. Kennst du die nicht? Kommst du irgendwann wieder? Ja, komm so schnell nicht mehr runter. Morgi? Ja, komm so schnell nicht mehr runter. Oh nein. Er ist schon lange wieder runtergekommen. Um mich jetzt aufzuhalten, höre ich erstmal Schnuffel, ich hab dich lieb. Das ist die richtige Entscheidung. Oh, das waren diese fucking Techno-Songs, wo immer dubi 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 dum dum und sowas am Anfang kam. Was? Dubi dubi dum dum? Es gibt doch, es gab doch eine Zeit lang alle möglichen Songs, wo Techno oder so und Gesang war, gab es eine Stelle, wo einfach nur dubi dam 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 und sowas gemacht wurde. Genau wie diese Super RTL Band, die haben glaube ich genau so einen Song gemacht. Die Lollipops. Dieses dubi dam 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 dubi dabadibi dam. Ja, aber es kam noch nicht so viel vor, oder? Doch, bei Schnuffel auch. Oh, Schnuffel ist auf Scheiße. Hä, hey, das kam das da beginnt auch vor. So. Dubi dubi du, dubi dubi du. Ich hab dich lieb. Bin oh, froh, meine Kindheit spielt sich vor meinem geistigen Auge wieder ab. Bei mir vor dem tatsächlich vorhandenen Auge. Das ist beängstigend. Das gefällt Sobald mir nicht. Sobald sie rausgefunden haben, dass man Flauschigkeit 3D schnell und billig darstellen kann, ging's los. Die Flauschigkeit in 3D und schnell. Ab dann ging alles den Bach runter. Ja. So viel Flauschigkeit sollte nicht in der Art kurzer Zeit hergestellt werden. Ja, genau. Es ist einfach zu flauschig. Ich meine, den Donkey Kong, den wir vorhin gesehen haben, der war auch sehr flauschig. Er war ziemlich flauschig, tatsächlich. Es gab im Ü-Ei mal solche kleinen Gorilla-Figuren, die hatten auch so, die waren bunt und hatten so Flauschefell. Das war ziemlich beeindruckend. Die mochte ich. Bunt und Flauschefell? Tatsächlich war ich nicht der größte Ü-Ei-Fan. Es gab immer so welche, ich glaube in jeder Klasse gab es immer so jemand, wo dann gesagt hab, oh, so mit meinem Vater, wir sammeln Überraschungseierfigur. Ich dachte immer, das ist so fucking langweilig, warum sollte man das machen? Ja, die gab's. Oh, die sind so schlecht und so kacke. Eine Freundin von mir, glaube ich, die haben so richtige Vitrinen, wo so ein paar von diesen Sammlungen drin stehen. Du glaubst das? Ich bin mir nie sicher, ob das Ü-Eier-Sammlungen sind, also als ich klein war, oder andere Sachen. Ah, man will auch nicht sind genau so komische Figuren. Die haben halt Figuren gesammelt, ist jetzt nicht alles Ü-Ei. Figuren aber auch so sammeln. Schlümpfe und so. No. Boah, Schlümpfe sind auch. Also, es gibt ja diese komischen Videos, wo einfach jeder das drüber reden kann, was er möchte. Und irgendwie haben die immer einen bestimmten Dialekt. Du meinst mit warum. Mit diesen Schlümpf-Videos, die kommen alle aus dem Osten, die das machen, ja? Ja, die sind das ist mir auch aufgefallen. Osten. Das wollte ich so jetzt nicht sagen, aber ja. Warum willst du es so nicht sagen? Es ist jetzt so, dass wir innerhalb von Deutschland schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir hier aus einem anderen Bundesland kommen, dass wir jetzt uns denen gegenüber nicht rassistisch verhalten. Ich muss jetzt hier mal gucken. Ja, aus dem Osten kommt jetzt selber schuld, sag ich. Da seid ihr ja schon wieder. Dann ist da immer so ein... Ja, es ist so schrecklich. Scheiß Schlumpf. Erklärt einem irgendwie, dass sein Penis gewachsen ist oder so. Ich denke mir so, halt deinen Mund. Ja. Und das Schlimmste ist, diese, es gibt dann ja auch diese mit den Hasen, diese... Die haben immer so Fußballtrikots an oder so. Woher kommt das? Welche App hat das verbrochen? Ich weiß nicht. Nein, gibt's noch das mit irgendwie so einem Typen, der hat so crappy animierte Hasen irgendwie. Das ist das, was einem immer irgendwelche, die Mütter immer über WhatsApp schicken. Weißt du das an Ostern? Ja, genau. Und beim Typ, der das gemacht hat, den Kanal, habe ich mal auf den Kanal geschaut und hat dann auch noch so ein anderes Video. Und das war so, es waren Bondage-Hasen. Ja, das sind der eine Hase war auf einer Hinternversohlenmaschine und ich dachte mir, was zum Fick ist das? Das ist aber immer so. Diese ganzen Jokes und Schlange, auch diese Jamba-Scheiße und so hatte immer so sexuelle, nicht Anspielungen, das war schon ziemlich bewusst so, dass also die Schlange vom Crazy Frog angesprochen werden sollte. Ja, genau, sowas.
Ich auch. Es war für die halt echt edgy, das Geschlechtsteil und so zu animieren. Oh Gott. Ah. Es ist wirklich sehr, sehr schrecklich. Es ist halt echt... Ich frag mich, ob das schon vorbei ist. Ich weiß nicht. Halli, Hallöchen. Ich wünsche dir frohe Ostern. Heute sind wir alle froh. Frohe am Frohsten. Frohe am Frohsten. Ich konnte nicht mehr, ey. Das ist... Da hat er in der zweiten Klasse aber aufgepasst. Froh, froher, am Frohsten. Ich weiß gar nicht, ob man froh überhaupt wirklich steigern kann. Alter, nein. Ich habe gerade dieses Ostervideo gefunden. Dann wurde das von irgendeinem Kanal hochgeladen, wo ich mir so dachte, ja, das ist bestimmt nicht von dem. Ich auf den Kanal. Und da ist so ein Schlumpfvideo. Und der Titel ist, boah, was ist denn das da im Display? Was ist das da im Display? Das hört sich ja im Titel schon so östlich an. Schau das Video an und sag uns, was er erzählt, Johnny. Es ist genau sowas. Erzähl mir, was er sagt. Warum gibt es das? Er verpasst jetzt einen Bosskampf. Der wird ziemlich episch, Alter. Siehst du, was eine Spinne? Sie steht in der Luft. Jetzt fällt sie runter. Helf mir, es loszuwerden! Helf mir! Und jetzt gehe ich hier rein. Okay. Was singt der? Es darf mich nicht kriegen. Hilfe. Der singt nichts, das ist irgendjemand. Was erzählt der? Vollidiot. Oder ich weiß es hey, nicht. Hey, du musst jetzt nicht an seiner Intelligenz zweifeln. Der ziemlich. Er ist halt nur nicht so gut mit Animationen, okay? Ziemlich in Dislaune war. In Dislaune? Oh shit! Und einfach nur. Wen hat er geroastet? Wieder irgendwas geroastet hat und das dann high gepitcht hat. Boah, was ist denn das da im Display? Mach das mal weg oder so. Oder oh, das ist so, damit jemand sowas abspielt und das dann, oh Gott. Was ist das? Oh, das ist ja dein Gesicht. Oh, geh mal sterben oder operier dich. Oh, das ist so. Oh, das ist, wisst ihr? Und währenddessen guckt dich so ein Schlumpf an. Das ist die Problematik. Leute auf YouTube oder generell im Internet sind scheiß unlustig. Aber... Ü50! Nee. Ü50 im Internet ist... Nee, ist schrecklich. Da fehlen mir die Worte. Ich kann es spüren. Das ist halt... Hey, du Bitch. Damals wurden ja auch auf dem Handy diese Sachen rumgeschickt. Wie zum Beispiel das mit diesem poppenden Eichhörnchen, was du anscheinend nicht kennst. Kanntest du dieses komische... Hey, steh auf, du musst jetzt auf, geh hoch, dusch dich, zieh dich verfickt nochmal an, sowas irgendwie. Kill you 1, vielen Dank für die liebliche Subscription. Ich weiß nicht ganz, was ich von dem Namen halten soll. Aber vielen Dank. Das war so eine... Das war? Das war so eine High-Pitch-Wecker-Stimme, die irgendwie gesagt hat, ah, ich bin dein Wecker, du musst aufstehen, du stehst, und hat dich beleidigt, dass du aufstehen sollst. Das Problem ist, für so eine unlustige Scheiße, für solche Sprüche und so, meine Mutter ist für sowas so anfällig, wenn sie mir zeigt, oh, das fand ich so lustig und... Ja. Da, schau mal, das was lustig ist, ich sehe es mir und ich denke mir, mein Gott, ich weiß, wir waren ja eine christliche Familie, aber dürfte ich mir bitte meine Augen mit Weihwasser ausspülen lassen? Ich habe ein Video über sowas gemacht. Solche Kettenbriefe. Stimmt. Ich hab's versucht, ziemlich breit abzudecken, worüber ich spreche. Soll mit sagen, dass Leute, die sowas machen, fett sind? Habe ich sowas auch mit einbezogen, meinte ich nur. Also ich habe über Kettenbriefe, aber halt auch über diese 3D-Scheiße gesprochen. Diese fucking Videos. Mütter sind immer anfällig dafür. Ja, das ist das Julius Problem. Julius, mit dem kann ich darüber gar nicht immer, also mit dem kann ich meistens über sowas lästern, aber er ist dann immer so, nein, Johnny, hör einfach auf, es deprimiert mich gerade so hart. Ja, weißt du, Johnny, und das ist der Unterschied, wenn man mit dir über sowas redet, dann an irgendeinem Punkt sagst du dann so, oh, nee, ich finde, das hat seine Daseinsberechtigung, wenn manche ja, Freude Schnauze daran haben. Bei sowas habe ich keinen. Dann wirst du wieder super neutral und dann stehe ich da und ich denke mir so, was willst du mich jetzt,
Was willst du mich jetzt hier schämen, du auf dem Scheiße? Wenn ich super neutral bin, zum einen passiert das sehr selten. Sehr selten? Nein, also passiert es sehr selten, dass ich das dir gegenüber nur mache, um dir zu widersprechen. Meistens ist das mit irgendwem anders noch. Also nicht so, dass ich mich mit... Da sind zwei Leute, die sich miteinander auseinandersetzen und ich gehe dann auf beide Seiten. Das ist immer ein bisschen nervig. Ja. Da drin gibt's doch mehr, fuck. Aber wenn ich derjenige bin, mit der sich... Also von dem die Diskussion ausgeht, bin ich meistens nicht so super neutral. Da habe ich schon eine Meinung. Hat dieser Kettenbrief-Schwachsinn nicht mittlerweile aufgehört? Als ob Kettenbriefe jemals aufgehört hätten. Es wird nicht aufhören. Sie werden nie aufhören. Johnny ist gerade so richtig unentspannt. Ja, genau wie meine Videoreihe, in der das vorgekommen ist. In zwei Monaten gibt's vielleicht die neue Folge. Aber wahrscheinlich ja, nicht. Eigentlich nicht. Mir fällt nicht mehr so viel... Ja doch, ich habe noch ein paar Themen. Aber als nächstes kommt erstmal was, wo ich zeichne. Alter, ein Gönner. Am Samstag. Jetzt hat er es gesagt. Am Samstag kommt ein Video von Johnny. Ja. Alter, Leute, er hat's gecallt. Johnny hat's gecallt, am Samstag kommt ein Video von ihm. Yay. Wenn es nicht kommt, dann sagen, dann schicken wir alle Johnny ein Schlumpfvideo. Ich zeichne eine Fliege aus Isaac. Unter anderem. Alter, die hat zwei Animationsframes, schaffst du das? Ja, hab ich wirklich gemacht. Ja, und ich zeichne nur den einen Frame davon. Und dann spiegel ich ihn. Nein, ich will nichts, ich hab nichts animiert. Oh. Ich zeichne. Samstag wird freigehalten. Das ist die richtige Einstellung. Ich zeichne einfach nur. Er zeichne einfach nur. Nein, das ist, hey, jetzt mach das mal nicht so runter, das ist trotzdem ziemlich... Ich weiß nicht, ich habe keine Freunde, kannst du nicht mit den Kettenbriefen beurteilen. Wenn du Freunde hast, die dir Kettenbriefe schicken, dann hast du sowieso schon ein großes Problem. Ja. Aber eigentlich ist das eher so ein Elternproblem. Meine Mutter schickt mir so eine Scheiße. Meistens hast du Freunde, die dir davon erzählen oder es weiterleiten, dass deren Eltern oder Großeltern ihnen sowas geschickt haben. Ja. Oder Tanten. Ü40-50 halt. Ich würde eher... Ü40 fängt schon so früh eher, wobei... Wobei das Problem ist... Meine Schwester hat mir auch so eine Leute, Scheiße teilweise schon geschickt. Eben. Es gibt Leute, die fangen damit früh an. Ja. Das Ü50 heißt ja auch nicht, dass alle, die Ü50 sind, so einen Humor haben. Das wäre ja umso schlimmer. Aber was heißt das nicht? Sondern die so einen Humor haben, hoffe ich, dass die so alt sind, weil das noch in irgendeiner Weise das rechtfertigt. So ist es bei mir gemeint. Was ich ihn upgraden? Ich hab doch keine Ahnung. Schießkunst. Machen wir die Schießkunst. Das ist halt Generationsshaming, wie ich es gerne betreibe. Ich sehe auch kein Problem mit Generationsshaming. Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass alle Generationen, die nach uns kamen, ziemlich schrecklich waren. Da haben wir in Pokémon oder so, glaube ich, drüber gesprochen. Echt? Dass das Prinzip des Generationsshaming für uns beide ziemlich sinnlos ist. Nein, ich würde es jetzt nicht sinnlos bezeichnen. Ich würde ja sagen, dass es schon in gewissen... Es steckt schon ein bisschen was dahinter. Ja, nein, klar, aber immer dieses... Ich glaube, wir waren beide der Meinung, dass das mit diesem alten Text von vor 2000 Jahren... Ja, ich weiß. Ich wollte nur sagen, dass es andere Kacke sind gerade. Ja. Oh nein, au. Hm. Aus dem schlechten Humor-Shaming werde ich immer betreiben. Toleriere ich nicht. Ich habe einfach jeden Stream bisher gesehen, aber das ist der erste, wo ich live bin. Ich habe seit zwei Wochen gesubbt, aber er hat es erst heute bekommen. Alter. Willkommen im Team. Ich kenne Kettenbrief zum Beispiel noch durch SchülerVZ, wo es diesen... Schickt diesen Nachricht an 10 Leute und SchülerVZ ändert die Farbe. Boah, das war so fucking dumm. Zum Glück hatte ich nicht SchülerVZ. Ich auch nicht. Wurdest du auch nicht eingeladen? Nein, weil ich weiß nicht, ob da irgendjemand zu meiner Gegend eingeladen wurde. Ich glaube auch, dass in meiner Gegend sehr wenige Leute das nur hatten. Obwohl ich aus Hamburg bin, da war das eine ziemlich große Sache, aber... Fuck! Doch, das hatten schon alle, aber echt nicht aktiv. SchülerVZ war der Shit, hä? Weiß nicht, ist ziemlich lame. Die ganzen Neunklässler, weil mir die aus irgendeinem Grund bei StudiVZ waren, da dachte ich mir auch immer, ach du Scheiße, die armen Studenten.
Welche Version von Skyrim ist das? Die Dingens HD-Version. Auf Steam. Vor allem dieses dumme Gruscheln. Ich hatte SchülerVZ. Ich weiß nicht, was Gruscheln ist. Gruscheln ist eine Mischung aus Kuscheln und Grüßen. Hast du etwa nie Simon Desius bestes Video gesehen? Ich wollte gerade sagen, ich wollte es auch schon sagen. SchülerVZ war das nicht der eine Moment, als Simon Desius mal das ein gutes Video gemacht hat und seitdem irgendwie YouTube-Prominenz wurde. Keiner weiß, wie sich das über so lange Zeit halten konnte, aber Kunst irgendwie ist es passiert. Du hast es also doch gesehen. Ja. Du bist ja doch noch kultiviert. Hey, ich bin lange im Web-Videobereich unterwegs, okay? Fuck, ist mit das? Ja, so ein fucking Urgestein. Können wir mal darüber reden? Nein, können wir nicht. Ich habe von ihm nie was anderes gesehen. Und inzwischen hasst ihn alle. Wobei, er war schon immer gehasst. Erinnerst du dich noch an die Sachen mit der Xbox? Gehasst, ja. 1000 Euro und eine Xbox. Das ist halt wo dann leicht bewiesen wurde, dass er da den Freund von sich hat gewinnen lassen, der in anderen Videos öfter mal mitgemacht hat. So fucking dumm. Es ist halt echt ein Meme geworden. Er hat es noch mit 1000 Euro dein Xbox am Leben gehalten. Ja, das meine ich. Ich will es auch gar nicht sagen, ob irgendwas, sei mir das jetzt positiv oder negativ, die Meinung darüber. Ach Gott, ich verhaspel mich gerade extrem. Ey, ich habe zuletzt vor ungefähr 10 Jahren ein Video von ihm gesehen. Dass ich ihn früher sympathisch fand. Das ist echt wieder nicht. So eine Sache, wo mich in die Fresse schlagen könnte. Aber das war sehr früh. Ey, ich konnte ihn nie sonderlich leiden. Ah, ich denke, das ist ganz natürlich. Die Videos waren trotzdem meistens sehr unlustig, tatsächlich. Ja. Alles generell so eine YouTube-Sache. Aber ich kannte ihn aus irgendeinem Werbespot, glaube ich, wo es darum ging, ich mache mein Kreuz oder ich gehe wählen oder so. Und ich glaube, dadurch dachte ich, dass er irgendwie jemand Wichtiges ist. Nicht jeder darf wählen. Ja, der Sinn des Werbespots war völlig an Johnny vorbeigegangen. Hat er einen Stein mitgenommen? Du meinst die Klaue? Die habe ich mitgenommen, meine ich. Ja, da, goldene Klaue. Ich habe die mitgenommen. Ich weiß nicht, warum das Missionsziel mir noch da hinten angezeigt wird. Was war denn das, worauf du dich noch gefreut hast? Welches Winterwunderland? Wollen wir zum nächsten übergehen? Ja, das wollte ich damit anspielen. Das nächste Winterwunderland wird der heiße Scheiß. Warte, ich muss erst den Wolf killen. Er sieht mich nicht. Warte. Wenn ich bin gerade im Kampf. Dich nicht. Wenn er dich nicht sieht. Ich meine, wenn du dich nicht bewegst, dann sieht er dich vielleicht nicht. Dramatisch. Okay, nächstes Winterwunderland habe ich mir sagen lassen. Johnny, es wird der heiße Scheiß. Und damit